Ja, hallo Aydin. Schön, dass ich dich jetzt auch im Interview habe. Vielleicht stellst du dich gerade mal vor und sagst, was du eigentlich von Beruf machst. Okay, also ich heiße Aydin Mir Mohammadi, bin einer der Partner von Bluehands. Bluehands ist eine kleine Software-Schmiede hier in Karlsruhe mit einer Handvoll Stammkunden und wir sind so im Projektgeschäft unterwegs und arbeiten jahrelang mit unseren Kunden zusammen und coden alles Mögliche. Wir bauen die Software von den anderen. Wie groß seid ihr ungefähr? Wir sind jetzt 8 Leute. 8 Leute. Ja, genau. Also 8 Entwickler. 8 Entwickler, kein Vertrieb. 8 Coder. Wir sind 3 Partner inzwischen. Also wir haben mit 5 angefangen, haben eine Ausgründung gehabt. Heiner und Christine, die ein Produkt von uns genommen haben und haben sich dann nach Hamburg abgesetzt. Und jetzt sind wir 3 Partner. Okay. So sieht es aus bei uns. Also wir sind jetzt hier auch bei euch im Gebäude. Also ihr stellt es ja jedes Jahr zur Verfügung, den Open Space. Deswegen gehe ich davon aus, dass du eben eine relativ gute Meinung über den Open Space hast. Sonst würdest du ja nicht mitorganisieren und deine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Sag grad mal, was findest du das Gute am Open Space? Ja, also als ich das erste Mal vom Open Space gehört habe, also die Art und Weise, wie man eine Konferenz macht, hat mich das sehr angetriggert. Ich fand es cool und dann habe ich es auch gesehen und erlebt und dann haben wir ja hier in der .NET User Group gesagt, wir richten auch einen Open Space aus. Dann war die Frage, wo machen wir das? Und da war klar, okay, wir machen es hier. Habe meine Nachbarn sozusagen mitgefragt in diesem Gebäude und die waren auch sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, klar, geht. Weil dieses Gebäude hier selbst, das hat auch so eine Geschichte. Das ist das alte Stund- und Partnerhaus. Das ist die Geburtsstätte des Internets und hier waren auch ganz viele Gründer da. Aber die In anderen diesem Firmen sind Gebäude. keine IT-Firmen. Inzwischen schon. Also unten drunter war lange Zeit die Siemens AG, das war eine IT-Firma. Jetzt ist IT Economics, die auch jetzt die Räume zur Verfügung stellen, muss man ja sagen. Und ganz unten drunter ist die Karlsruhe Energie- und Klimaagentur. Das ist jetzt keine IT-Firma, aber trotzdem eine coole Firma. Und vorher waren aber auch andere IT-Firmen drin. Also dieses Haus hier hat eine Geschichte, was Community betrifft. Und ja, und vor 4 Jahren haben wir gesagt, machen wir es hier. Ne? Und jetzt machen wir es zum 4. Mal. Okay. Für dich persönlich, grenz doch mal ab, was siehst du als Vorteile vom Open Space gegenüber einer normalen Konferenz? Also es hat Vor- und Nachteile, also man muss beide sehen. Also was ich als Vorteil finde, ist so die Dynamik. Es ist sehr bereichernd in den einzelnen Gesprächen, was in so einem Open Space passiert. Also du bist nah dran an den Themen und bist eigentlich in sehr engem Kontakt. Also mit den Menschen und auch mit dem Thema zusammen. Das ist also ein Riesenvorteil, was du in den anderen Konferenzen nicht kriegst. Was du aber in anderen Konferenzen kriegst, ist, dass die Sessions gut vorbereitet sind. Das heißt, wenn du konsumieren willst, dann kannst du in so einer anderen Konferenz ganz viel mitnehmen. Also wenn ich zur BASTA gehe zum Beispiel, dann ist klar, ich gehe zu irgendeinem Vortrag und dann kriege ich es auch reingeprügelt. Und das ist toll, bereichernd. Und wenn ich auf den Open Space gehe, dann lerne ich viel, aber das ist sehr stark von mir selbst getriggert. Also das ist auf einer anderen Ebene, wo ich das mitlerne, wo ich austausche. Und ich denke, man braucht beides. Also möchte den Open Space eigentlich aus der Konferenzlandschaft nicht mehr raus, nicht mehr vermissen. Das ist ganz wichtig, dass es da ist. Was würdest du denn sagen an Sessions, die dich wirklich interessieren? Findest du persönlich da mehr davon beim Open Space? Oder sagst du, nee, auf Konferenzen gibt es in der Regel mehr Sessions, die für mich thematisch relevant sind? Weil ja eben beim Open Space gibt es kein vorgefertigtes Programm, Ja. entwickelt sich alles selbstständig. Sind da wirklich so viele interessante Themen für dich dabei? Also ich nehme aus dem Open Space ganz viel mit, also auch aus den Sessions. Jetzt war mal CQRS-Session, hat mir viel gegeben. Ich möchte die gar nicht gegeneinander stellen. Also ich finde, das sind orthogonale Sachen. Das ist so, wie wenn du sagst, was ist jetzt besser, ein Buch lesen oder auf eine Konferenz gehen. Also das ist beides zusammen, also gehört zusammen. Und also ich gehe zum Beispiel aus einer NRW-Conf, gehe ich ganz beschwingt raus und aus dem Open Space gehe ich auch ganz beschwingt raus.
Okay. Was waren denn jetzt so, der Tag ist schon fast vorbei, der Samstag, was waren denn so für dich die interessantesten Themen, die dich jetzt auch selber so stark beschäftigen, und was erhoffst du dir noch für morgen? Ich habe heute viel nochmal über CQRS und Event Sourcing diskutiert. Das ist ein Thema, was mich beschäftigt im Alltag. War jetzt auch gerade eine Session, was gar nicht mit IT zu tun hat, sondern da ging es jetzt um Gründer, also um Startups und Gründer. War auch sehr bereichernd. War auch sehr gut besucht, ne? Also letztes Jahr in Leipzig gab es das auch, habe ich auch festgestellt, dass das sehr gut besucht ist und viel angefragt. Ich bin ja auch Unternehmer und ich finde, das gehört zusammen. Ja. Und was ich für morgen mir noch erhoffe, und da muss ich jetzt noch den Alex beknien, ist Web-API, REST, das ganze Zeugs noch zusammenzubringen. Ja. Okay. Müssen wir noch ein paar Sessions machen. Gut, dann danke ich dir fürs Interview. Gerne.